In Frankfurt ist ein Kioskinhaber in seinem Laden lebensgefährlich verletzt worden. Mehr dazu in den Nachrichten mit Martin Wirsing. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich dabei um einen missglückten Raubüberfall handelt. Zwei Männer hatten offenbar den Kiosk mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffnet betreten und den Inhaber angegriffen. Dieser setzte sich zur Wehr und erlitt dabei mehrere Stichverletzungen. Aufmerksame Zeugen eilten zu Hilfe und konnten gemeinsam einen der Täter festhalten, bis die Polizei kam. Der zweite Täter flüchtete unerkannt.